Wir starten heute im Aquaristikbereich mit etwas Dschungel. Ja, und auch der Dschungel hier im filterlosen Aquarium entwickelt sich prächtig. Und was ich gerade sehen durfte, was wir jetzt gemeinsam sehen, sind unsere Caridiner, die ich hier reingesetzt habe. Und es gibt sie tatsächlich noch. So langsam nach und nach, nach so ein paar Wochen, kommen sie tatsächlich auch mal öfters zum Vorschein. Ja, das ist mit dem Dario nicht immer ganz so einfach, denn das Schätzchen ist ein bisschen, ja, im Jagdfieber, könnte man sagen. Der begutachtet die Garnelen immer ganz genau. Und mittlerweile scheint er sie in Ruhe zu lassen, zumindest die großen. Es ist schon krass anzusehen, wie das Micranthemum Thwidiae Monte Carlo hier sich entwickelt. Habe ich abgelesen, ganz klarer Fall. Ich habe die Namen noch nicht auswendig im Kopf. So, und hier, das sind die Rotala Indica im Hintergrund. Auch die machen sich nach wie vor noch richtig gut, muss ich sagen. Obwohl sie sehr wenig Licht bekommen. Bedingt dadurch, weil die auch mittlerweile schon im oberen Bereich Pflanzen ja, existieren und wachsen. Und das nicht gerade wenig. Ich hatte vor kurzem schon einiges hier rausgenommen. Und es ist wieder mächtig nachgewachsen, die Schwimmpflanzen. Das sind die Salvinia Minima. Da hinten kann man es farbtechnisch etwas besser erkennen. Das kommt durch die Lampe hier oben übrigens. Das ist die North Point LED. Und hier sind wir im Test, um mal zu gucken, wie die Pflanzen sich dabei entwickeln. Und ich muss sagen, bis dato läuft das richtig gut. Ja, wir sehen auch hier Haut einer Garnele. Tada! Also eine Häutung gab es auch. Ich bin echt mal gespannt, wie dieses filterlose Aquarium sich weiterentwickeln wird. So, Jodaschnecken nach wie vor sind hier am Start. Denn das sind so, ja, die einzigen Schnecken, die einziehen durften, weil die Posthornschnecken mir hier einfach zu viel wegmampfen würden. Insbesondere hier von dem Belag an den Scheiben seitlich. Das soll nämlich so wachsen, dass für die Biologie ist es besser, wenn viel Grün da ist. Und übrigens auch Algen können Sauerstoff produzieren, wenn ausreichend Licht gegeben ist. Aber trotz alledem wollen wir das Becken klar behalten in dem Sinne, dass wir also auch reingucken können. So, das mal ganz kurz, wir kommen sicherlich zu dem Becken noch etwas näher oder ja, doch auf jeden Fall gleich dazu. Und dann schauen wir uns jetzt mal eine Pflanze an, die hier existiert. Ja, wie viele andere Pflanzen auch. Hierzu brauche ich jetzt nicht viel sagen, hat man letztes schon geguckt, das entwickelt sich prächtig. Unser Zierspargel, der entwickelt tatsächlich jetzt zwei Triebe schon hier oben. Ja, bedingt das Licht kriege ich das nicht so drauf. Ich werde gleich mal versuchen, auf den Hocker mich zu stellen, das mal von oben abzufilmen. Allerdings muss ich das jetzt sofort machen, denn das Licht geht bald aus. Hier, wir haben schon nach 22 Uhr, ich glaube halb elf ungefähr. Das Gelbstichige, wie gesagt, kommt halt auch bedingt durch die Lampe. Aber auch die Pflanze macht sich relativ gut, muss ich sagen. Interessanterweise sind hier die Schnecken auch noch nicht dran gewesen. Denn die Jodaschnecken fressen diese Pflanze tatsächlich. Und zwar ist das eine Nymphoide Spezies Taiwan. Ja, mal gucken. Ist noch nicht so mein Ding. Aber wie gesagt, ist farblich, technisch kommt das jetzt durch die Lampe hier. Das ist, jetzt hast du es gesehen, ne? Zack, siehst du, das ist grün. Ist es dann halt so gegeben jetzt, dass das so aussieht. Aber schön zu sehen, dass die Caridiner hier sich wirklich richtig wohlfühlen. Auch hier mit dem Wasser. Wir verwenden Osmosewasser, aufmineralisiert mit dem Shrimp Mineral GH+. Okay, die Werte nehmen heute tatsächlich auch mit hier aus dem Aquarium. Aber ist schon krass, ne? Wie die Pflanze sich hier ausbreitet. Das ist schon richtig genial. Die Belichtung habe ich jetzt mal runtergedreht an der Kamera, sonst kann man die gar nicht so wirklich erkennen. Ja, also der Zierspargel macht sich richtig gut. Wie gesagt, das ist der eine Wedel, der bereits vor kurzem schon herausgewachsen war. Und hier kommt mittlerweile der zweite. Gut, die Problematik ist jetzt hier ganz klarer Fall, ne? Abstand zur Lampe ist natürlich jetzt, ja, ich sag's mal, etwas mehr wie handbreit, also ja, anderthalb Hände ungefähr. Ist jetzt nicht so der Burner, aber ist okay. Man muss auch gucken, wie sich was wie entwickelt. Das ist definitiv so, ne? Von der Farbe her könnte das noch ein bisschen intensiver werden, denn wir sehen hier, so grün sollte das eigentlich sein. Das ist jetzt der neue Wedel, der sich entwickelt. Sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Das war, ach meine Güte, das sind schon drei, sehe ich gerade, siehst du wohl, ne? Ja, dass die jetzt so langtriebig sind. Ah, okay, komm. Ist eine Geschichte, die wir einfach beobachten müssen. Und hier gibt es auch eine neue Pflanze. Ich hatte sie vor kurzem, glaube ich, schon mal gezeigt. So ein paar Triebe haben davon überlebt, denn das hat die auch in vitro gekauft, allerdings aus dem Baumarkt. Und ja, wie das dann so ist, ne? Die Klamotten stehen ewig rum. Und wenn man sie dann kriegt, wundert man sich, warum das nicht so wirklich funzt, sondern auch kaputt gehen kann.
Und das war bei diesen Pflanzen auch so gewesen, hatte sich Schimmel sogar gebildet obendrauf. Aber die beiden Triebe haben es geschafft. Und zwar ist das die, genau, Phyllanthus fluitans. Und es ist so, wenn du ein kleines Teil von etwas hast, da kriegst du auch mehr. Ne? Also damit gebe ich mich jetzt erstmal zufrieden, würde ich sagen. Ach so, da ist übrigens auch ein kleiner Teil schon. Also das entwickelt sich ganz prächtig, auch farbtechnisch sieht das schon mal ganz gut aus, muss ich sagen. Entwickelt eine schöne Farbe. Ja, und die, ach ja, wie heißt sie jetzt? Die Hydrocotyle tripartita mini. Also von der bin ich nach wie vor richtig begeistert, dass die hier so toll auch immers tatsächlich wächst. Eine ganz tolle Sache, muss ich sagen. Vielleicht hast du schon gesehen, hier ist auch noch etwas Neues drin. Und zwar da vorne, da, weißt du, was das ist? Ich sag's dir so wie. Nein, einen kleinen Tipp gebe ich. Es ist auf jeden Fall ein Baum. Ja, ist so. So, und die Palmen, die machen sich wunderbar hier, muss ich sagen. Also die Bergpalmen, das ist so klasse. Das ist ein neues Blatt, was jetzt kommt hier. Also hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert, aber es funktioniert. Im letzten Film hat ja gesagt, ich dünge nicht mehr. Und danach habe ich tatsächlich wieder gedüngt hier im Aquarium. Und zwar 2 Tropfen von dem NPK und 2 Tropfen von dem Mikronährstoffdünger und mehr nicht. Weil es bis dato ausreicht. Ist definitiv so. Die Lampe blendet jetzt natürlich. Also, ne, minimalistisch reicht auf jeden Fall hier. Bis dato. Nicht übertreiben am Anfang, da kriegst du Probleme ohne Ende, wenn du Pech hast. Ne? Brauchst du dich nicht wundern, was sich ansonsten alles im Wasser entwickeln könnte. Und wir sehen, das Wasser ist also wirklich glasklar. Algenprobleme gibt es jetzt auch nicht wirklich bis dato. Und von daher bin ich also in der Entwicklung mit dem filterlosen Aquarium sehr zufrieden. Was da ist, das ist ein Blatt von der. Genau, von der, wie heißt sie noch, weißt du es noch? Ja, Nymphoide Spezies Taiwan, richtig. Gucken wir sie mal von oben an, dann sieht man sie auch ein bisschen grüner tatsächlich. Ja, okay, mal gucken, wenn die oben ankommt, ja, wie das dann sich hier auf der Oberfläche entwickelt. Wie gesagt, ganz zuwachsen soll es auch nicht, damit hier unten auch noch Licht hinkommt. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass diese Pflanze hier so schon mal ganz gut mit klarkommt, ne? Also das Experiment mit der North Point LED läuft soweit ganz gut. Ach so, jetzt muss ich mal eben vom Hocker runter hier. Oha, jo, das wäre es noch gewesen. Nur ist so, ich kann sie noch höher hängen. Ne? Ich glaube, das ist dann nicht das ganz große Problem. Das werde ich auch die Tage tatsächlich angehen. Denn die Lichtstärke reicht bis hier unten hin auf jeden Fall aus. Guck mal, da ist unser Hübscher. Ein wirklich sehr hübscher. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Weibchen für ihn. Allerdings würde ich die nicht paarweise halten, sondern getrennt tatsächlich und gegebenenfalls zur Zucht dann zusammenbringen. Denn es hat sich gezeigt, dass das für diese Gattung tatsächlich besser ist. Ne? Denn die Männchen sind nun mal darauf erpicht, sich zu vermehren und die Weibchen werden dementsprechend natürlich, ja, was heißt natürlich, es ist halt so gegeben, dass sie dann ständig, ups, angegangen werden. Ne? Das habe ich in Erfahrung so gebracht und das berücksichtigen wir dementsprechend. Also schmeißen nicht einfach wieder Männchen, Weibchen da rein, sondern wenn auf jeden Fall getrennt halten. Alles ist schon eine fantastische Welt hier mit dem filterlosen Aquarium und auch strömungsfreiem Aquarium. Also hier ist an Technik gar nichts drin, außer obendrauf die Beleuchtung tatsächlich. Ne? Tolle Sache bis dato, auf jeden Fall. Aber nach wie vor nochmal erwähnt, wir müssen abwarten, wenn die Temperaturen steigen, wie das hier dann sauerstofftechnisch aussieht. Gegebenenfalls kann man es auch tatsächlich nachmessen. Am wichtigsten ist aber, die Garnelen zu beobachten, beispielsweise, wie die reagieren. Ja, denn da kann man das dann auch schon ablesen, wenn die sich wirklich nur ganz oben aufhalten und die Schnecken auch nur noch nach ganz oben ziehen, dann ist da irgendwas im Argen. Aber man sollte schon nach Möglichkeit früher eingreifen. Aber das ist alles noch so eine Lernphase im Moment. Ne? Aber nichtsdestotrotz bin ich echt zufrieden mit dem Becken hier. Also ist eine richtig tolle Sache. Okay. Hier habe ich das Licht gerade mal ausgemacht, denn wir schauen uns jetzt eine Pflanze an und zwar eine Begonie. Den Namen habe ich gerade nicht auf dem Schirm, ist manchmal so. Ne? So, das Schätzchen ist schon richtig groß geworden, doppelt so groß, als wir sie gekauft haben in dem Sinne. Und es hat sich eine wunderschöne Blüte entwickelt. Richtig herrlich anzusehen. Ja, also auch sowas kann wunderschön sein, nicht kann, sondern ist wunderschön. Also ganz toll, diese Begonie ist schon was richtig Krasses. Steht momentan noch, ja, ich würde mal so sagen, separat, um mit der Pflanze zu lernen. Die wird also ganz wenig gedüngt, ganz, ganz, ganz wenig.
In der Regel gieße ich reines Wasser und jedes dritte, vierte Mal, je nachdem, dann bei der 400 bis 500er Variante, nach wie vor in einem kleinen Pöttchen hier. Allerdings steht das kleine Pöttchen in einem Becherchen, und zwar in dem hier. Das mache ich aus dem Grund, weil ich dann besser gießen kann, denn ansonsten ja, läuft mir das Wasser sonst wohin. Nun ich halt hier in den Topf rein. Und der Topf steht, ich drehe das mal ganz kurz. Oh, die ist so schön. Oh, das ist schon eine herrliche. Aber mit Aquariumwasser will die nicht so. Bis dato habe ich da noch Probleme. Das heißt Probleme, sie möchte es einfach nicht. Ist so, ne? Und dann muss ja auch nicht. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. So, das Schätzchen steht nämlich hier in der Box, die mittlerweile schon zu klein geworden ist, damit sie ein bisschen höhere Luftfeuchtigkeit hat hier. Und das klappt bis dato gut. Jetzt gerade trocken hier drin. Ich werde gleich mal wieder ein bisschen Wasser reingießen oder schon mal reinsprühen. Übrigens, die Begonie muss nicht ständig eingesprüht werden, aber ich sag's mal so: einmal, zweimal in der Woche mache ich sie auch nass. Aber das sollte man nicht zu oft machen bei den Begonien. Das mögen die nämlich auch nicht. Von daher ist das soweit schon mal ganz okay. Ja, tolle Sache mit der Begonie hier, das mal so nebenbei mitgenommen, weil es ist einfach eine krass coole Pflanze. Also richtig krass cool. Die könnte auf jeden Fall für Paludarien geeignet sein. Ja, auf jeden Fall. Eine rosa Posthornschnecke. Ja, die passt gut zu unseren Koi-Gubbis hier. Die machen sich übrigens auch ganz prächtig, auch die Babys. Aber da kommen wir später mal zu. So, das heißt im Klartext, wir schauen uns gleich was anderes an. Hier brauchen wir jetzt nicht reingucken, das hat man, obwohl doch, Moment, da gibt es heute eine Veränderung. Warum habe ich so ein Grinsen auf der Backe? Weil ich gerade so überlegt habe, wir haben 23:05 Uhr. Ich stehe hier und mache einen Film. Warum mache ich das? Weil ich momentan richtig Freude hier in dem Raum empfinde. Das ist unwahrscheinlich. Also wenn man sich hier erstmal alles versorgt hat, das meiste ist jetzt gestern, vorgestern gelaufen, Wasserwechsel und sowas. Und heute Abend dachte ich mir so, ja, was machst du denn hier? Ja klar, beobachten, gucken, ganz klarer Fall, wie entwickelt sich alles. Aber immer so für mich alleine, das ist langweilig. Und deswegen gebe ich euch das eine oder andere mit, damit wir hier auch fortlaufend den Content begleiten und sehen können. Denn ich denke mal, der ein oder andere könnte sich dafür interessieren. Wenn ja, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Denn umso mehr geschrieben wird, umso mehr wird ein Video auch nach vorne getragen. Das mal kurz am Rande erwähnt. So, unser Kakaobäumchen. Ich habe es in manchen Film, wollte gerade sagen Gartenfilm, Pflanzenfilm schon gezeigt. Es hat sich also enormst entwickelt hier. Das Schätzchen steht übrigens direkt an der Lampe hier. Das ist jetzt allerdings eine Kaltlichtlampe. Bis dato zickt sie da nicht rum. Also die Entfernung bis zur Lampe ist vielleicht zwei Hände. Zwei Hände. Und dann ist da oben schon die Lampe. Ne? Allerdings mache ich die mittags aus. Also die ist meist dann von morgens bis mittags an. Da mache ich sowieso hier die Aquarienbeleuchtung auch aus. Pflanzenlampen, die bleiben dann noch an. Und abends in der Regel so, ja, es gibt keine Regel. Abends irgendwann mache ich dann das Licht wieder an. Auch hier bei der Pflanze dann dementsprechend, so lange, wie ich hier zugange bin. Und bis dato muss ich sagen, läuft das richtig gut. Bei dem Schätzchen ganz wichtig. Ja, Kalkwasser aufpassen. Aufpassen mit Kalkwasser, ganz wichtig. Das haben wir gelernt. So, es soll ja um Aquaristik gehen jetzt. Ne? Wir machen keinen Aquabotaniker-Film, sondern Aquaristik-Film. Und wir werden jetzt gemeinsam etwas Praktisches machen. Paludarium gehört für mich zur Aquaristik tatsächlich dazu, denn die Pflanzenwelt unter Wasser oder aber in einem geschlossenen System ist eine mega coole Sache. Und das eine läuft schon so lange, schon vor den Aquarien tatsächlich, dass wir da jetzt dann heute mal so eine kleine Veränderung vornehmen, um mal zu gucken, wie die nächste Pflanze, die dort reinkommt, sich entwickeln wird. Und ja, irgendwann, nicht irgendwann, ganz bald, komm, ich laber schon wieder zu viel, kommen wir auch zu dem Paludarium-Projekt, was wir gemeinsam machen, ne? Weil das habe ich mehr oder weniger, ja eigentlich nicht alleine gemacht, aber schon den Start in dem Sinne, den habe ich schon alleine gemacht und von daher gehen wir heute auf jeden Fall gemeinsam dran an das Projekt nochmal. Aber in dem Zuge wird es in naher Zukunft tatsächlich dann auch ein gemeinsames Projekt mit euch geben dann, ein neues Paludarium. Altes muss nicht immer neu gemacht werden. Zu dem Projekt kommen wir auch bald. Das werden wir auf jeden Fall auch dann gemeinsam angehen. Die Werte passen auf jeden Fall schon mal. Das kann ich dir zeigen. Wir haben einen pH-Wert von 5,45 und das tatsächlich am Abend. Hier ist übrigens kein Bodengrund drin.
Und trotzdem haben wir so einen passenden Wert. Das ist schon mal richtig genial. Nikodymuswert weiß ich allerdings nicht, ist auch noch nicht ganz so wichtig. Den kann ich noch verändern, indem wir einfach mehr Wasser entsprechend dazugeben. Hier sind nämlich, ja, hier war damals der Dario drin mit seinem Weibchen, was sich auch daran erinnert. Ne? Und hier sind noch zwei Garnelen drin. Und zwar eine Neocaridina, eine blaue. Und eine Caridina habe ich vorhin entdeckt. Die ist jetzt leider weg. Sonst hätte ich sie so gerne mal gezeigt, dass die da drin tatsächlich noch lebt. Ja, okay. Wie gesagt, alt muss nicht weg, sondern kann einfach bestehend weiter gemacht werden in dem Sinne. Wachstum ist richtig gut von den Pflanzen da drin, das ist okay. Hier unser neues Projekt. Hier sind Caridina eingezogen tatsächlich schon seit geraumer Zeit. Ich hatte es, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Hier mit grünem Wasser. Ja, ist so. Ich bin ganz verrückt. Ich mache gerne mit grünem Wasser. Das hab ich auch gezielt, so bin ich das angegangen tatsächlich. Das war gewollt. Steht auch hier am Fenster, bekommt auch Sonne. Allerdings muss ich momentan noch checken, wie das hier temperaturtechnisch jetzt aussieht, weil es kann sein, dass das Becken hier dann wegwandert, wenn es zu warm wird, wenn die Sonne reinscheint. Aber das möchte ich gerne beobachten, wie sich das entwickelt. Ich gucke mal gerade, ob wir da was sehen können vielleicht. Ja, jetzt mit dem Licht wohl nicht so. Ach, guck mal, da sind ein paar, die da rumtouren. Da sind nämlich mittlerweile auch schon Babys drin. Ja, definitiv. Das ist eine ganz tolle Sache. Pflege und so, kommen wir später zu, wie ich das mache. Ach so, ja, okay. Dann kommen wir jetzt zum Paludarium und es wird eine neue Pflanze einziehen. Das Micranthemum Tilia Monte Carlo aus dem Aquariumbereich ist tatsächlich hier eingezogen vor längerer Zeit. Entwickelt sich prächtig. Die Buschia phalandra sind nach wie vor seit Anfang an hier drin. Jetzt ist das Licht ausgegangen. Die entwickeln sich auch prächtig. Die geht automatisch an und aus. Ja, das kurz dazu. Befinden sich auch im Wachstum. Dann die andere Pflanze hinten, dessen Namen ich vergessen habe, wächst jetzt hier oben über den Stein. Und hier unten kommen neue Triebspitzen herausgewachsen. Düngertechnisch sieht das so aus, dass hier gar nicht gedüngt wird. Aber komme ich gleich zu. So, das Moos, das Korallenmoos, macht sich prächtig hier oben drauf. Das wird übrigens ab und zu mal eingesprüht, wenn ich so das Gefühl habe, dass es mal, kannst du mal eben mal machen jetzt, dass es mal an der Zeit wieder ist. Mache ich einfach so, zack, zack, dann wird das mal eingesprüht. Jetzt ist sowieso ratsam, weil ich das Behältnis offen habe. Ansonsten mit der Rückwand ist eine tolle Sache. Das ist Soil gematscht und dann Lavasteine reingedrückt. Also das Soil gematscht, dann hinten dran geschmiert, ne, und dann die Lavasteine reingedrückt. Hat wunderbar funktioniert. So, der Farn ist selbstständig hier gewachsen, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt. Der wird mir jetzt momentan aber auch schon zu groß, muss ich ehrlicherweise sagen. Hier ist jetzt auch ein Trieb, der ist schon, ja, unter den Deckel gewachsen im Prinzip, kannst du sagen, ne? Also ist schon drunter gestoßen, obwohl er noch gar nicht entrollt ist in dem Sinne, das Blatt. Also da werde ich gleich was wegschneiden, definitiv, denn das soll mir hier nicht zu sehr wuchern, weil da unten schon eine neue am Start ist, auch selbstständig gewachsen. Aber das ist jetzt gerade nicht so einfach. Da unten, da. Ne, da unten. Da wächst auch schon wieder ein. Aber das wird mir zu viel, bin ich ganz ehrlich. Vor allem, wenn die Blätter noch größer werden hier oben, die bedecken das Ganze, und da kommt da unten kein Licht mehr hin. Ich werde es erst zurückschneiden, mal gucken, ob es irgendwann ganz rauskommt, weil für so ein kleines Behältnis ist das dann für die anderen Pflanzen nicht mehr so gut. So, dann kurz nochmal zu dem Moos, hatte ich letztens zwar auch schon gezeigt, aber dass wir auch hier die Entwicklung mitnehmen können. Es wächst nach wie vor kompakt da hinten in der Ecke. Das ist durch Sporen entstanden. Frag mich jetzt aber nicht, welches Moos das ist. Wir hatten damals hier Moos reingebracht, wer sich daran erinnert, ganz zu Anfang am Start. Da hatten wir das Christmas Moos hier reingebracht. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das da hinten in der Ecke Christmas Moos ist. Das muss anderes Moos sein, definitiv. Das wächst übrigens auch hier auf dem Stein. Ups, da siehst du wohl. Da wächst das nämlich jetzt auch schon drauf. Das ist anderes Moos, gehe ich von aus. Oder das Christmas Moos hat sich tatsächlich durch Sporen vermehrt. Das weiß ich noch nicht, ob das überhaupt möglich ist. Auf die Art und Weise in dem Sinne. Aber okay, es wird gleich eine neue Pflanze einziehen. Und zwar, wo habe ich den Zettel? Dann zeige ich dir da schon mal ganz kurz die Rotala Indica. Die kommt da heute mit rein. Ne? Wir haben jetzt die Micranthemum Tweedii, ups, so, Monte Carlo reingepackt aus dem Aquaristikbereich und jetzt eben die andere Pflanze noch dazu, dass wir mehr Vielfältigkeit hier reinbekommen. Das wird natürlich irgendwann komplett zuwachsen, klarer Fall. Aber ist okay. Das ist alles zum Lernen. Ne? Ein kleines Projekt zum Lernen für später andere Projekte. So, und das Glas steht hier, deswegen zeige ich es dir auch. Denn hier ist auch das Korallenmoos drin. Hier hatte ich ein paar Reststücke reingelegt.
Und das Ganze hat sich sehr gut entwickelt, wurde auch tatsächlich nicht gedüngt, sondern nur ab und zu mal eingesprüht tatsächlich, mit reinem Wasser wohlgemerkt. Tipp, tipp, ne? Und dann ist gut. Einfach darauf achten, dass hier im Soil unten immer Feuchtigkeit drin ist. Und dann ist das soweit okay. Und dann einfach Deckel drauf, ein Einmachglas und das Ganze unter Licht gestellt und es funzt. So, jetzt pflanzen wir aber mal was ein hier, würde ich sagen. Die Rothalla Indica, ja, Wasserwechsel gab es übrigens jetzt am 2.6. Rothalla Indica macht sich gut, muss ich sagen, aber hier geht auch die Schnecke dran, die Yoda-Schnecke, interessanterweise. Genau wie bei der Nymphoides-Spezies Taiwan, da geht die auch dran. Da hat sie schon ein dickes Loch reingefressen, aber ist okay, das macht nichts. Ne? Blätter kann man opfern, solange die Pflanze am Leben bleibt, ist das okay. Da ist übrigens eine von den Yoda-Schnecken, sind schon kleine Monster geworden. Ja, hier haben wir Garnelen drin tatsächlich, Neocaridina. Bis dato machen sich richtig gut. Ich habe in jedes Becken auch eine von den White Pearl jetzt mit beigesetzt. Ich weiß nicht, ob wir sie irgendwo sehen können. Ich selber sehe sie gerade nicht, weil die können sich gut verstecken. Aber okay, da ist eine. Da ist eine. Und die ist jetzt auch schon 3 Tage drin hier. Also denen geht es richtig gut. Und wir holen jetzt mal einen Teil von der Pflanze raus hier, von der Rothalla Indica. Ich versuche es mal abzulesen, damit wir das auch lernen. Ne? Aber was muss ich machen, bevor ich die Pflanze da raushole? Jawohl, Hände waschen. Und das werde ich jetzt als erstes machen. Da nehme ich dich aber nicht mit. Aber du kannst schon mal sehen, wie das hier in dem Anzuchtkasten mit den In-vitro-Pflanzen funktioniert. Und ich muss sagen, das klappt richtig gut. Interessanterweise ist die, ja, Micranthemum thylii Monte Carlo hier auch prächtig am Wachsen, so wie es aussieht, wächst sie sogar in den Sand rein. Aber da checken wir später mal, weil noch lassen wir es wachsen hier. Denn das, wie gesagt, ist ein Anzuchtkasten und da können wir später Stecklinge von machen. Ne? Dafür habe ich das hier tatsächlich in der Anzucht. Algentechnisch geht es auch schon, ist schon okay, muss ich sagen. Der Bodengrund sieht schon besser aus und von daher, ja, machen die Garnelen tatsächlich hier ihren Job. Übrigens hier auch filterlos. Ja, komplett unstrukturiert. Ich war noch nicht Hände waschen. Wir kommen zu dem Becken nochmal hier. Und zwar, ich hatte es, glaube ich, im letzten Film gezeigt. Das war komplett zugewachsen mit dem Kraut hier. Das war komplett zugewachsen. Also wirklich dicht. So, und der Vorteil bei der ganzen Geschichte ist nämlich, ich hoffe, wir kriegen das jetzt. Moment, jetzt habe ich leider nur 2 Hände. Ha, lol. Ich hoffe, wir kriegen es einigermaßen hin. Ja, kriegen wir. Gucken wir mal. Wir haben hier nur 180 Mikrosiemens drin. Ja, bin ich sehr überrascht, weil der Wasserstand ist gesunken. Von, Moment, einmal zurückzoomen. Ja, ich habe momentan das Ganze noch auf manuell stehen. Von hier bis da. Ja, also ist knapp, würde ich sagen, ein Drittel des Wassers weg. Also eigentlich müsste der Mikrosiemenswert viel höher sein. Das mal kurz zum Thema Wasser wiederverwenden, Wasser cleanen. Weißt du Bescheid, was ich meine, ne? Ja, das ist also eine ganz tolle Sache mit den Schwimmpflanzen hier, mit der Salvinia minima, also mit dem Büschelfarn, dass man damit tatsächlich Wasser mehr oder weniger cleanen kann. Also es ist eine tolle Sache, muss ich sagen. Und das habe ich jetzt komplett geerntet hier. Ja, das einmal aus dem Behälter hier und hier aus dem Aquarium. Licht habe ich gerade noch nicht an. Und ich glaube, in 2 Tagen kann ich schon wieder ernten. Ich habe schon einen Teil tatsächlich jetzt im Garten verwendet. Also das ist so krass, wie dieser Büschelfarn sich auch entwickelt. Ne? Und das ist also für die Biologie im Becken richtig gut, weil es wird viel rausgeholt, was nicht notwendig ist. Ne? Und solange die kräftig grün sind, ja, ist auf jeden Fall ausreichend drin. Trotz alledem wird auch hier im Aquarium gedüngt. Hier habe ich die allerdings noch nicht gedüngt und deswegen waren die auch etwas schwachwüchsiger in dem Sinne, aber sehen noch okay aus. So, das mal am Rande mitgenommen. Wie gesagt, komplett unstrukturiert, weil ich habe ganz viele tolle Ideen. Aber ich muss auch lernen erstmal. Und gerade bei solchen Projekten lernt man am meisten. Einfach mal stehen lassen und gucken, was sich da so tut. Tut, tut. Wasserwechsel bei den Aquarien, wollte ich gerade sagen, bei den Becken, ist auch einmal die Woche tatsächlich. Hier ungefähr die Hälfte. So, wir holen uns jetzt mal einen Teil von der, hier sieht man auch schon lauter Blattstiele tatsächlich. Ne? Die hat schon ganz schön gemampft, die Schnecke. Holen wir uns mal einen von der wunderschönen Rothalla Indica hier raus und schauen uns die auch mal an, wie die sich jetzt entwickelt hat. Ja, ich muss sagen, wurzeltechnisch ist das okay. Die machen jetzt nicht die bombastischen Wurzeln im Sand tatsächlich. Also scheinen sie das nicht unbedingt im Sand zu mögen, aber oberhalb machen sie auf jeden Fall ausreichend Wurzeln.
So, und davon nehmen wir uns mal ein kleines Stück, würde ich sagen. Wollen nicht zu viel reinpacken. Und den Rest drücke ich hier einfach in den Sand wieder rein. Wenn mir das gelingt. Ja, wenn nicht, werde ich nachher noch mal gucken. Hier entwickelt sich schon wieder etwas selbstständig und so wie es aussieht, ist das die Vorstufe tatsächlich wieder von einem Fahren. Ja, interessant, dass das, wie gesagt, alles sich selbstständig hier entwickelt. Und ich würde sagen, dann packen wir da unten in die Ecke rechts dann jetzt die wunderschöne Rotala Indica rein. Ich nehme mir jetzt meine Monster-Pinzette, weil ich leider keine kleinere habe. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt so hinbekommen. Hier hinten in die Ecke, da soll sie rein. Ich werde mal versuchen, mit der Pinzette vorsichtig das Ganze zu schieben, loslassen. Ja, das klappt schon mal ganz gut, muss ich sagen. Dann bedecke ich jetzt die Wurzeln, soweit es geht. Dass sie nicht unbedingt sichtbar sind. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn ein bisschen Wurzel sichtbar ist, in dem Sinne. Ja, okay, fertig, das war's. Also, jetzt haben wir von der Rotala Indica ein kleines Stück hier hineingesetzt und lassen uns überraschen, wie das Schätzchen sich entwickeln wird. Das Ricare Diamos, das ist so fantastisch. Also das ist schon krass, wie sich das entwickelt hat hier in so kurzer Zeit. Tolle Sache. So, wie gesagt, das ist jetzt das neue Blatt, das sich entwickelt hat und mittlerweile schon ganz oben angekommen ist. Das nehme ich auf jeden Fall schon mal raus. Dann nehmen wir das ganz große Blatt auch weg hier. So, okay. Ich glaube, das ist dann auch erstmal genug. Das belassen wir dann so. Also man muss schon von Zeit zu Zeit eingreifen, dass einem das nicht überwuchert alles. Ne? Andererseits könnte es auch interessant sein zu sehen, was so im Laufe der Jahre passiert mit solch einem Gefäß. Ein ewiges Terrarium in dem Sinne. Aber das Ricardiamos, das ist so der Burner. Also da fahre ich voll drauf ab. Das ist so genial anzusehen. Okay, also Bussier Falandra für solche Projekte sowieso. Das ist definitiv. Also das wird ganz interessant noch werden im Laufe der Zukunft hier auf dem Kanal. Auf jeden Fall, denn da gibt es so viele Möglichkeiten und einiges haben wir schon mitgenommen. Und von daher bin ich da also guter Dinge, dass das, ja, dass ich euch damit auch begeistern kann und ihr dementsprechend auch sowas angehen könnt dann in Zukunft auf jeden Fall. Thema Düngung, wie gesagt, hier wird nicht gedüngt. So, das habe ich jetzt schon zweimal gesagt. Aber es ist nur so, dass ich schon gedüngt habe, zur Anfangszeit damals. Das ist aber schon sehr lange her. Ich kann jetzt auch hier nichts nachmessen oder dergleichen. Es läuft, es wächst und von daher werde ich also hier nicht düngen. Wenn denn, dann können wir das Ganze beim neuen Projekt mitnehmen, ob das dann tatsächlich oder inwieweit das dann funktioniert und wie wir dann düngen. Ne? Denn wie gesagt, hier wurde damals mal gedüngt, minimalistisch aber auch, aber dann eigentlich nicht mehr. Und seitdem, ja, seitdem nicht mehr. So, lol. Und das schon seit vielen, vielen Monaten. Und wir sehen, die Pflanzen sind also wunderbar grün. Ne? Das ist also schon sehr interessant. Es gibt sicherlich Spezialdünger, das habe ich schon gecheckt. Aber bin ich ganz ehrlich, das brauchen wir nicht. Definitiv nicht. Da haben wir hier auf jeden Fall ganz andere Möglichkeiten, die wir dann auf jeden Fall auch gemeinsam mitnehmen werden. Okay, nicht gedüngt. Ja, damals haben wir gedüngt. So, nicht gedüngt. Pass mal auf. Wir wissen, CO2 ist auch ein Dünger. Und das machen wir tatsächlich seit langer Zeit. Ein bis zweimal am Tag tatsächlich. Hier liegt so ein Kunststoffdeckel drauf. Den mache ich dann auf. Puste kräftig rein, so dass meine Atemluft hier reinkommt. Das zum Thema Düngen. Vielleicht läuft es gerade auch deswegen so richtig gut bei dem kleinen, ja, Biotop. So, was machen wir hier? Hier haben wir das Ganze offen. Ne? Das ist anders gar nicht möglich. Wir müssen Wasser nachfüllen zwischendurch. Ist verdunstet Wasser. Und dafür verwenden wir bitte nur reines Wasser. Also kein aufmineralisiertes oder aufgedüngtes Wasser. Nur reines Wasser. Bei uns in dem Fall Osmosewasser. Wobei es da noch andere Möglichkeiten gibt. Ganz klarer Fall. Und das fülle ich danach, bis ich sehe, man sieht hier so einen kleinen Rand, ne, bis der wieder erreicht ist. Und das war's. So, das mache ich alle paar Tage mal, so wie ich gerade hier bin und das auch sehe, dass es mal wieder notwendig wird. Wenn das so 1 cm ungefähr, maximal 2 cm abgesackt ist, fülle ich wieder ein bisschen nach. Umso eher man das macht, umso besser, umso weniger verändern sich die Wasserparameter tatsächlich dann auch. Ne?
So, das kurz dazu. Ich muss sagen, das macht richtig Spaß. Also das ist der Hammer. Auch pflanzentechnisch, ne? Geht es ja zwar eigentlich um die Aquaristik, aber in dem Sinne auch um die Pflanzen. Und das ist ja sowieso mein Ding. So, und wie gesagt, mit der Salvinia Minima, die Pflanze zu nutzen als, ich sag's mal so, Reinigungspflanze für Wasser, das würde ich sagen, wird funktionieren. Und das werden wir auf jeden Fall auch hier begleiten. Da habe ich nämlich noch einen Kanister, wollte ich gerade sagen, einen Behälter stehen mit, aber da kommen wir später erst noch mal zu, würde ich sagen, dann dementsprechend. Aber das Projekt hier, also das macht schon richtig Freude. Und vor allen Dingen, wir lernen viel daraus. Einen kurzen Blick in unser neues Aquarium geworfen. Ups, so rum geht nicht. Da siehst du unser neongrünes Becken. Das ist so krass cool, das Ding. Also irgendwann starten wir das auch noch. Ja, den White Pearls, hier geht es mal, den man um die Seite nehmen, blendet das nicht so. Den White Pearls geht es nach wie vor richtig gut. Richtig klasse, muss ich sagen. Also die Tierchen machen ganz viel Freude. Ja, jetzt kann man dummerweise nicht so rum reingucken, aber egal. So, das wollte ich eigentlich zeigen. Das ist nämlich der Kanister. Das Becken, was ich meinte. Hier hatte ich dann auch die Salvinia Minima reingeschmissen und die haben sich also auch explosionsartig vermehrt. Aber die kriegt man gut wieder raus. Das ist so, das sind so, die kannst du einfach so nehmen und rausnehmen. Das ist also nicht das Problem. Das ist übrigens das Becken, wo die Dario als zweites drin waren, wer sich noch daran erinnert. Und das sieht bis dato so aus. Da habe ich also nichts dran gemacht. Überhaupt gar nichts. Gut, ich habe zwischendurch mal so Wasserreste da reingekippt, die ich irgendwo hatte. Ja, habe ich gemacht einfach, ne? Und bei dem Becken werde ich das auf jeden Fall austesten, wie das aussieht mit Wasserreinigung in dem Sinne. Da liegen unten auch immer noch die Glasmurmeln drin, wie du siehst. Ja, das ist ein spannendes Thema, definitiv. Einmal das Projekt hier gezeigt mit dem Ricardia-Moos auf dem Stein. Der Stein ist übrigens festgeklebt da unten drin mit so einem, ja, Aquariumkleber. Entwickelt sich prächtig, muss ich sagen. Also total genial. Sorry, wenn das ab und zu jetzt beschattet ist. Auch hier ganz klitzekleine Reststücke drauf gemacht. Das haben wir, glaube ich, sogar gemeinsam gemacht. Und hier liegt der Deckel, so ein Kunststoffdeckel, einfach hier oben auf. Die Behälter habe ich übrigens damals für unser H2O2 geholt, also Wasserstoffperoxid fürs Aquarium. Ja, da wird hier oben einfach ein ganz kleines Loch reingesteckt und dann etwas genommen, das umgekehrt reingesteckt, so dass man ja keinen Auftrieb mehr hat. Und somit hat man dann auch ja, ein Oxidator fürs Aquarium. Das funktioniert tatsächlich sogar. So, okay, das mal kurz als Update gezeigt hier, denn das ist schon eine richtig klasse Sache. So, und in dem Zusammenhang, ja, sorry, dass ich immer noch kein Licht angemacht habe für euch hier, aber das ist gerade halt so. Muss nicht jeder Tag gleich sein, ne? So, pass mal auf, jetzt gehen wir nämlich mal kurz zu den, ja, Highlights hier in dem Sinne. So, das Physidens Fontanus hier. Es ist ja so, wenn man irgendwas anfängt, ne, das irgendwo gibt es ja kein Ende, ist klarer Fall. Da stellt sich jetzt die Frage, können wir das genauso dann in ein Paludarium halten? Und wie wird sich das dann entwickeln? Den Tieren geht es übrigens sehr gut hier, muss ich sagen. Die Pflanze hat immer noch so einen leichten Weißstich, jetzt allerdings ein bisschen übertrieben hier im Milde. Ist definitiv so bei dem Becken. Woran es liegt, ich vermute, habe immer noch die Vermutung, dass es hier an dem Moospolster liegt, weil das einfach alle Nährstoffe rausballert hier tatsächlich. Ja, denen geht es gut. Die werden jetzt tatsächlich auch noch mal kurz gefüttert, weil ein bisschen bin ich hier noch zugange. Und ja, das mache ich jetzt einmal kurz. Bevor ich jetzt fütter, machen wir in dem Aquarium mal einen kleinen Test hier, um das mal zu verdeutlichen. Den Tieren geht es gut hier drin, nach wie vor. Ja, eigentlich bei allen Aquarien. Es läuft einfach. Wenn man es erstmal raus hat, alles kein Problem. So, also, hier habe ich eine Box. Da habe ich mal Moos reingeschmissen. Dort haben sich Algen entwickelt. Das ist übrigens auch ein gutes Futter für Garnelen. Zumindest bei der Art Algen, die hier drin wachsen. Das ist definitiv so. So, wenn jetzt einfach mal so ein Stück hier rausnehmen. Oh, ein Stück ist gut. Ha, lol, ja genau, ein Stück, richtig. Nee, das ist mir ein bisschen zu viel. Ein Stück nehmen wir raus. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wollte auch einfach, jetzt haben wir ein kleines Stück. So, nicht ein Stück, doch auch ein Stück. Ein Stück von dem einen Stück haben wir genommen. So weiß Bescheid, ne? So, und das setzen wir jetzt mal ulalulala hier rein. Das dürfte von alleine untergehen eigentlich. Und dann gucken wir gleich mal, was die Garnelen dazu sagen. Also eigentlich müssten sie gleich, halt, der schwimmt mir wahrscheinlich weg hier, halt, du sollst hier hin, so, hier hin,
Die müssten sich da eigentlich gleich drauf stürzen. Denn die Garnelen lieben diese Algen. So, okay, wir gucken gleich mal nach, wie das dann aussieht. In der Zeit fütter ich schon mal die anderen. Wir füttern nach wie vor abwechslungsreich, ganz klarer Fall. Und wir füttern tatsächlich zweimal am Tag. Was nehmen wir denn heute? Warte mal. Warte mal, das habe ich jetzt lange nicht genommen hier. Ich wechsle das also wirklich abwechselnd, ne? Nicht immer dasselbe. Heute gibt es das hier. Düm, düm. Ja. Denn Garnelen lieben Proteinfutter. Ist definitiv so. Bekommen sie bei uns fast überwiegend, könnte man sagen. Ich habe allerdings jetzt, das kriege ich das nicht auf. Warte mal, ich muss das jetzt alleine machen. Sie bekommen allerdings auch das Zeug hier. Das ist kein Proteinfutter. Habe ich jetzt neu bestellt, weil ist alle, ein kleiner Krümel noch drin. Das kriegen die so zwischendurch dann. Ne? Also das so zwischendurch und das und noch ganz andere Sachen. Wie das zum Beispiel, wir kennen das zwar alles schon, ne? Aber trotzdem mal kurz gezeigt, wenn ich schon im Film habe hier. Und auch Fischfutter. Ich weiß allerdings gerade nicht, wo ich die Dose habe. Ja, muss ich gleich mal gucken. Dann haben wir noch Biozyme, Polytase und Biozyme. Die habe ich auch regelmäßig in der Anwendung, allerdings nicht jeden Tag, kann sagen so alle 2 bis 3 Tage, je nachdem. Ne? Aber auch nur ganz, ganz wenig davon. Da müssen wir irgendwann mal Spezialfilm machen drüber, wie ich hier fütter. Ja, ist tatsächlich so. Oder insgesamt, wie ich die Garnelen versorge. Das ist nämlich eine ganz tolle Sache mittlerweile, muss ich sagen. Und wie gesagt, Fischfutter, wo habe ich denn? Ach, jetzt weiß ich, wo ich die Dose habe. Da habe ich ein Experiment damit gemacht, da hatte ich Löcher reingebohrt. Ha, lol, deswegen ist die Dose weg. Ja, okay. Ich gucke mal, ob ich das gleich noch irgendwie rauskriege, wie das Zeug heißt. Sie lieben es, ja. Ist schon klasse, ne? So kann man die auch glücklich machen. Dann sind sie beschäftigt. So, und jetzt nehme ich mal das Fischfutter, was ich vorhin erwähnt habe. Dann nehmen wir das nämlich tatsächlich heute. Das ist es hier. Das ist mit so einer Kaffeemühle fein gemahlen. Solltest natürlich vorher gucken, dass die Mühle sauber ist, ne? So, und ich zeige dir jetzt mal, was ich jetzt zum Beispiel füttern würde. Diese Menge hier zum Beispiel, die kommt jetzt hier ins Becken rein. Das kannst du noch nicht sehen. Ich versuche das mal, ob ich das jetzt mit einer Hand hinkriege. Hier kommt das rein. Pass mal auf. So, dalle. Ne? Das kommt jetzt hier oben drauf. Und dann können die da genüsslich schnabulieren. Ja, das ist schon eine tolle Sache, muss ich sagen. Was erstmal raus hat, ne? Was man, wie oft, wie viel füttern kann. Also wie gesagt, das ist, wie das heißt, weiß ich jetzt nicht mehr, das Fischfutter. Das ist, irgendeinem der älteren Filme habe ich es mal gezeigt, aber schon lange her. Aber wie gesagt, abwechslungsreich ist schon wichtig. Ne? Auch wie gesagt, hier Algen, überhaupt kein Problem. Das Mampfen jetzt leer und morgen kann ich das wieder rausholen und dann kommt das zurück in den Bottich. Und dann können sich dort die Algen wieder dran entwickeln. Das ist nämlich so, wenn du erstmal so einen Bottich hast, der grün ist, der bleibt dann auch grün. Ne? Auch hier, ganz klar, wird nur reines Wasser nachgefüllt, also nichts anderes. Deswegen ist er auch verschlossen. Hier wird nur reines Wasser nachgegossen. Ne? Und dann können die Algen sich in Ruhe entwickeln, auf das Moos sich auch legen. Und dann dementsprechend können wir die Tiere damit tatsächlich gezielt füttern. Das ist eine ganz tolle Sache, ist das. Ja, das zum Thema abwechslungsreich. Ne? Ist schon wichtig. Und wie gesagt, 1 bis 2 Mal am Tag, also in der Regel schon 2 Mal tatsächlich. Morgens, wenn ich dann hier zugange bin, bekommen sie einmal Futter und dann abends, wenn ich jetzt zugange bin, dann auch nochmal. Tagsüber sonst dann erstmal nicht. Aber das ist schon eine tolle Sache, muss ich sagen. Wenn man es erstmal raus hat und wenn man dann jede Woche Wasserwechsel macht, ist das überhaupt kein Problem. Und seitdem, ja, läuft es hier tatsächlich nochmal ein bisschen besser, muss ich sagen. Tolle Sache, richtig klasse. Ich denke, man kann es erkennen, wie sich auch viele feine Partikel so lösen, weil die Tiere jetzt herumwuseln. Das verteilt sich im ganzen Aquarium, dann haben alle was davon. Jetzt denkst du wahrscheinlich, um Gottes Willen, Algen, dann hast du ja hinterher da eine Algenvermehrung ohne Ende und hast du nicht gesehen. Nein, auf die Art und Weise passiert da gar nichts, denn die Tiere halten das hier sauber. Das ist definitiv so. Ja, also da braucht man keine Bange haben. Wenn wir das so machen, auf die Art und Weise. Im Übrigen sowieso Algen in Aquarien mit Garnelen ist das Beste, was es überhaupt gibt. Das sollten wir nicht vergessen. Ach so, hier wächst übrigens die, jetzt hatte ich hier Moos rausgenommen beim letzten Wasserwechsel. Das ist die Brownie, glaube ich.
War das die Kryptokoryne Brownie? Ich muss mal eben gucken, irgendwo hatte ich einen Zettel liegen. Also ist aber auch mit der Zettelwirtschaft, du. Ja, ist so, ne? Aber ich muss sagen, die macht sich richtig gut hier. Die ist übrigens auch in einem anderen Becken hier mit drin. Die können wir jetzt allerdings nicht sehen. So, ich nehme mal eben die Kamera in die Hand. Upp, einmal so. Dann schwimme ich mit dir einmal hier rein. Vielleicht kann man sie erkennen, da hinten. Da hinten, Kryptokoryne Brownie Mini ist das, glaube ich, oder irgendwie so ähnlich heißt die. Jetzt können sie auch mal endlich wieder sehen, nachdem ich hier auch das Moos mehr oder weniger entfernt habe, denn das wurde mir einfach zu viel. Da gehe ich sowieso ein bisschen von ab mit dem Moos. Also wenn zu viel ist, ist scheinbar nicht so gut. Und von daher, bei jedem Wasserwechsel kommt tatsächlich was raus. Und dementsprechend können die anderen Pflanzen sich dann auch besser entwickeln. Weil, wie gesagt, das Moos, das klaut ganz schön Nährstoffe. Das ist definitiv so. Ja, okay, also das funzt hier richtig klasse. Aber die kriegen jetzt auch nochmal Fischfutter. Ja, denn sie lieben es tatsächlich. Aber wie gesagt, abwechslungsreich. Ne? Nicht immer dasselbe reinballern. Immer schön abwechslungsreich. So, und bei dem Kasten hier. Nee, das machen wir nächstes Mal. Wir haben schon 11:45. Irgendwann muss ich dann doch ins Bett. Aber ich wollte einmal kurz nochmal einen kleinen Überblick geben, wie das aussieht. Auch hier unser Algenbecken. Nach wie vor wunderbar. Das läuft ohne Ende. Was heißt läuft ohne Ende? Es läuft. Lol. Ja, manchmal fehlen mir auch einfach die Worte. Jetzt habe ich auch dummerweise. Pass mal auf, ich könnte mal eben eine andere Belichtung einstellen hier. Dann sieht man die Tiere noch etwas farblicher, so wie sie tatsächlich gegeben sind. Denn wir haben ja nur weißes Licht hier oben drüber. Ja, also die Pinto Red, Galaxy Pinto Red Art von Skyfish, machen sich richtig gut hier. Und hier sind ja also einige alte Tiere, sage ich mal, so umgezogen ins grüne Becken am Fenster. Und hier werde ich die restlichen Großen auch bald rausholen und dann können die Kleinen hier in Ruhe wachsen und dann kann ich auch bald anfangen zu selektieren. Denn ich möchte hier auf jeden Fall die ganz dunkle Variante tatsächlich raus haben. So, die macht sich auch nach wie vor richtig gut, die Pflanze. Richtig klasse. Also das Becken, das läuft hier. Soil und dann Basaltsteine drin. Ja, diese Basaltsteine, die findest du übrigens bei manchen Beeten draußen, die abgedeckt sind mit Kieselstein oder so. Insbesondere mit dem, ja, wie heißt es jetzt genau? Ich komme nicht drauf. Aber okay. Aber die ganz dunklen, die gefallen mir richtig gut. Ist sowieso happy, wie viele Kleine hier rumlaufen. Das ist echt schon eine Überbevölkerung, kannst du sagen. Ne? Richtig krass. Auch hier habe ich einiges wieder am Moos rausgenommen. Weil, wie gesagt, vom Moos gehe ich so ein bisschen ab. Mit drin ist okay, aber es soll nicht explodieren. Das ist nicht der Burner. Das ist schon verrückt und auch gemein. Guck dir das mal an. Die riechen das Futter, was ich jetzt reingegeben habe, ins große Becken und denken, hier gibt es jetzt auch was. Ja, die kriegen jetzt auch gleich was, auf jeden Fall. Man kann sicherlich mal wieder nicht viel erkennen durch den Kasten hier. Aber doch, einiges doch. Guck mal. Siehst du wohl, da ist auch noch eine Eiertante drin. Es sind zwei tatsächlich noch drin hier. Und hier füttere ich dann jetzt auch nochmal, weil das habe ich nämlich vergessen. Da tue ich hier oben durch das kleine Loch einfach ein ganz kleines bisschen rein. Weil die kennen das schon. Die riechen das jetzt und denken, oh, wo ist das Futter, wo ist das Futter? Also es gibt jetzt auf jeden Fall hier auch noch Futter in unserem Hang-On-Kasten. Das ist so eine geile, sorry, coole Kiste. Das Top-Secret-Projekt läuft nach wie vor richtig gut, muss ich sagen. Es sind auch Babys zu sehen. Hier ist natürlich schlecht mit dem Reinfilmen, ne? Aber ich denke, man kann sie erkennen. Also das läuft richtig klasse, muss ich sagen. Ja, das ist ein mega tolles Projekt und total einfach. In dem Zuge, wenn ich sie am Füttern bin, gut, also hier, die kriegen heute kein Fischfutter tatsächlich, das belasse ich jetzt erstmal so, die können sich erstmal über die Algen hermachen, aber es gibt jetzt tatsächlich auch das Crystal Mineral, Dünger wollte ich gerade sagen, lol, Mineralfutter ist fast alle, ich habe auch schon Neues bestellt jetzt, auch die anderen Produkte sind schon bestellt, aber ich wollte auch hier mal zeigen, wie ich das, ne, ich kriege das natürlich schlecht raus hier, so, wie ich das handhabe, ne, also, auf dem Aquarium hier kommt ungefähr diese Menge und das gebe ich einfach oben rein und lasse das jetzt dort runterfallen in dem Sinne
Und dann können die Tiere jetzt tatsächlich mit den Algen auch dann das Crustaceous Mineral aufnehmen. Ja, und das mache ich jetzt auch hier bei allen Aquarien wieder. Das mache ich tatsächlich auch so alle 2 Tage ungefähr. Denn das brauchen die einfach. Das hat sich so herausgestellt. Und seitdem gibt es tatsächlich auch keine Probleme mehr. Ist definitiv so. Das sollte man auf jeden Fall verinnerlichen. Mineralstoffe sind ganz wichtig. Ob man das, ja, ich sag's mal so, wie es ist. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber ich bin mit dem wirklich zufrieden, weil man das auch gut dosieren kann tatsächlich. Und von daher, ja, mache ich das halt so, ne? Das dauert jetzt so 2, 3 Minuten, dann ist das alles so verteilt. Und so kommt das dann in alle Becken rein. Auch hier einmal rein, zack, die Bomben. Und dann können die das direkt mit aufnehmen, mit dem Futter dann tatsächlich, weil sie jetzt sowieso auf der Suche sind. Obwohl, die sind eigentlich immer auf der Suche. Die sind immer hungrig. Ja, unser neues Projekt, die habe ich auch gerade gefüttert. Ich will mal gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme. Den Deckel vorsichtig ab, ohne dass sie sich erschrecken, dass du mal sehen kannst. Ja, wie vorteilhaft diese Schwimmpflanzen sind. Dieser südamerikanische Froschbiss ist das, glaube ich. Das ist so genial. Die halten sich ja dann fest und schnabulieren dann das Futter von der Oberfläche. Und da kannst du auch mal sehen, ja, dass den Tieren also hier tatsächlich auch in dem grünen Becken richtig gut geht. Und wie gesagt, sie sind sich schon am Vermehren hier drin. Also das ging ratzfatz. Richtig klasse. Ja gut, es sind jetzt auch ältere Tiere, ne? Ganz klarer Fall. Aber schön mal so zu sehen, wie die jetzt an die Oberfläche kommen, sich am Blatt festhalten und dann mit den Füßchen das Futter von der Oberfläche wegschnabulieren. Das ist so genial anzusehen. Richtig klasse. Ja, so nah bekommen sie selten zu sehen. In dem Sinne jetzt hier, in dem Becken, weil das halt nicht ganz so einfach ist. Ja, okay, ist zu dunkel hier, sonst könnte man vielleicht mehr erkennen. Aber okay. Babys sind unterwegs hier drin. Und den Tieren geht's gut. Auch hier ganz klar, auch mit Mineralien versorgen, ganz wichtig. Das gleiche Schauspiel. Ja, bei den White Pearls. Ja, sie halten sich auch fest an den Blättern und dann schnabulieren die hier oben das Futter von der Oberfläche weg. Also ist schon interessant, ne? Das machen aber übrigens nicht alle Tiere. Scheinbar haben die einen das gelernt und die anderen nicht. Also es scheint so zu sein. Denn wie gesagt, es sind welche dabei, die sind oben und manche, die tun unten rum. Aber das ist schon witzig anzusehen, muss ich sagen. Richtig klasse. Ja, okay, komm, es ist jetzt gleich 12:30. Es wird Zeit, in die Hayabubu zu gehen. Da ist übrigens eine Eiertante. Ich hätte die vielleicht mal kurz sehen können hier. Ach, das sind schon ganz tolle Tiere, die White Pearls. Er spiegelt jetzt allerdings ein bisschen. Aber krass cool, also richtig krass cool, muss ich sagen. Ach so, bei dem Becken muss ich revidieren, denn hier habe ich mal Dünger reingegossen. Also Wasser mit Dünger lösen bei der 400 bis 500er Variante. Wir haben jetzt tatsächlich über 400 Mikrosiemens hier drin. Hellol. Da wollte ich nämlich mal gucken, wie die Wasserpflanzen drauf reagieren. Also lasse ich das erstmal, weiß Bescheid, ne? Machen wir dann beim anderen Projekt. Okay. So, ich habe den Zettel wiedergefunden. Grüner Wasserkelch heißt die Pflanze, die wir vorhin gesehen haben hier im Becken, die man jetzt endlich mal sehen kann, nachdem das Moos weg ist. Und das ist die Cryptocoryne Ventii Brown. Am 26.07.22 ist sie hier eingezogen. Also fast schon ein Jahr. Und die ist so schön klein geblieben. Eine ganz tolle Pflanze hier für die Garnelen, aber auch für Paludarien. Dass wir das mal kurz am Rande mitnehmen. Da wird es noch ganz viele andere Pflanzen geben, die wir ja nicht nur verwenden werden, sondern auch austesten werden. Austesten werden. So, wow. Ich habe hier noch ein Futter von damals. Ganz anfangs hatte ich das mal gekauft. Von Shrimp King heißt das, von Dennerle. Das ist das Complete. Shrimp King Complete. Das Futter verwende ich ganz, ganz, ganz selten. Vielleicht einmal im Monat. Warum? Es hat einen Grund. Und zwar, ja, logisch, sonst will ich es ja nicht erzählen. Das ist hart. Das heißt, wenn du das reinschmeißt, das bleibt. Das zersetzt sich nicht, zerfällt nicht oder dergleichen. Da haben die Garnelen sehr lange dran zu fressen, unter Umständen sogar einen ganzen Tag. Es ist aber nur so, da wir in jedem Aquarium Babys haben und immer wieder Babys haben, verwende ich so ein Futter nur, wenn ich sie mal für lange Zeit zu Gesicht bekommen will, die Garnelen allgemein, ansonsten nicht. Ansonsten gibt es bei uns in der Regel
pulverisiertes Futter, also feines Futter, weil das überall im Aquarium hinkommt. Ne? Da kommen dann die Kleinen auch dran. Ab und zu gibt es mal hier diese Tabs, kennen wir, ne? Das funktioniert auch, weil da nehmen die sich auch Stücke von oder kriegen die ab tatsächlich mit der Zeit, verschwinden dann im Aquarium, lass da dann überall sitzen welche und schnabulieren und da fällt immer was Feines von ab und das verteilt sich dann auch für die Babys dann. Das funktioniert auch, aber das, wie gesagt, eben nicht. Und deswegen gibt es das nur ganz selten, wenn ich wirklich Tiere mal für längere Zeit beobachten möchte oder wenn ich selektiere oder welche rausfangen möchte, dann ist das natürlich genialstes Futter, weil es ist auch schwer, bleibt liegen, damit hauen die nicht ab. Von daher ist das soweit ganz gut, aber zur täglichen Fütterung überhaupt nicht geeignet, definitiv nicht. So, ist meine Meinung, du weißt Bescheid. Ne? Jeder macht so seine Erfahrungen, aber ich gebe euch meine Erfahrungen mit. So, jetzt habe ich es wieder vergessen, weil ich wollte eigentlich noch was ganz Wichtiges erzählt haben. Also, ne, Futter, Algen, brauchst keine Angst haben. Die Garnelen lieben Algen. Und ach, jetzt weiß ich, warum wir uns jetzt nochmal sehen kurz. Pass mal auf, oder warum ich jetzt wieder viel zu erzählen habe. Thema Schnecken. Wir haben hier Yoda-Schnecken drin, das sind super Schnecken, weil sie helfen uns dabei, die Hydras wegzukriegen, wenn du welche hast, ne? Oder sie jetzt gar nicht aufkommen zu lassen, wenn sie kommen. Die können übrigens auch über die Luft kommen. Ist definitiv so, ja. So, das heißt im Klartext Schnecken. Wir haben hier Posthornschnecken drin. Posthornschnecken sind wunderschöne Schnecken, zierlich, niedlich anzuschauen tatsächlich auch. Gibt es auch verschiedene Farbvarianten von. Aber warum möchte ich das jetzt ansprechen? Es ist so, die Thematik Garnelen, da bin ich ja noch nicht so lange, etwas über ein Jahr. Also anderthalb Jahre kannst du fast sagen. Und das kommt nachher da hinten hin. Ich habe mir die Schnecken mehr oder weniger mit hier in die Aquaristik geholt für die Garnelen, weil viel gesagt wird, dass der Schneckenkot auch gut für die Garnelen ist, noch als Futter dient, weil sie verwerten das nochmal. Geht nochmal durch den Körper bei der Garnele und da wird nochmal was verwertet im Prinzip. Und das war so die Thematik, wo ich sagte, ja, das ist eine tolle Sache. Im Nachhinein jetzt, wenn ich nochmal Garnelenbecken neu starte, dann ohne Posthornschnecken. Ja, warum? Nur ist es so, das muss ich auch erst lernen. Es ist aber so. Garnelen sind Aufwuchsfresser, aber sie fressen auch alles Mögliche, sie fressen auch tote Tiere und alles Mögliche fressen die eigentlich. Aber in erster Linie sind es Aufwuchsfresser. Das kannst du sehr gut beobachten, wenn du das Licht aus hast hier. Dann mach nachts einfach mal das Licht an oder spätabends. Mach mal das Licht an. Da hast du die ganzen Scheiben voller Schnecken. Und was machen die? Die fressen den ganzen Aufwuchs weg. Und nicht nur von den Scheiben, sondern auch von den Pflanzen, von den Blättern, von allen Möglichen fressen die den Aufwuchs weg. Und das ist eigentlich das Futter, was wir haben möchten für unsere Garnelen. Und die Schnecken fressen denen das weg. Das musste ich auch erst lernen, ist aber ein Fakt so. Nur ist es aber so, dass ich hier bei dem Becken sowieso das Ganze mehr oder weniger ja, auf Rückgang befindet, weil ich zeitweise sehr wenig gefüttert hatte, weil ich dachte immer, es ist zu riskant, viel zu füttern, weil dann das Wasser schlecht wird und dann kippt das Wasser und Nitrat wird und das ist alles so gefährlich, ne? Bis wir dann mal gesehen haben, dass dann die Garnelen dazu übergingen, dann ja tatsächlich zu Fleischfressern zu werden, sich gegenseitig aufzufressen. Haben wir erlebt. Okay, aber bei der Thematik ist dann so, die Garnelen fressen auch die Schnecken. Ja, wenn sie gar nichts zu fressen haben oder nicht ausreichend zu fressen haben, wo sie gemütlich, ich sag mal, vom Dinnerteller essen können, ja, dann gehen sie halt vom Teller weg und gucken, was sie in der Mülltonne finden. Und das sind dann die Schnecken. Ja, und die fressen die tatsächlich. Die Garnelen fressen dann die Schnecken, wenn kein Futter mehr vorhanden ist. Das ist so eine Sache, ne, wo man dann das hinbekommen könnte, vielleicht zwei, drei Schnecken zu halten, die die Garnelen nicht fressen und die Schnecken dann dementsprechend nicht den Aufwuchs wegfressen, aber die Schnecken vermehren sich ja in der Regel. Und bei den Yoda-Schnecken ist der Vorteil, die vermehren sich nicht so rasant. Ja, das ist dann doch schon ein Vorteil. Zumindest können wir sie auf jeden Fall gebrauchen in dem Sinne auch. Und die fressen eben auch gerne Grünzeug. Gut, die anderen Schnecken auch, klarer Fall. Aber ich wollte es mal erwähnt haben, also wenn ich neue Becken, die ich starte, da kommen keine Posthornschnecken mehr rein, denn die fressen mir den Aufwuchs weg. Und das können wir jetzt sehr schön sehen bei unserem filterlosen Aquarium, wie wunderschön grün die Scheiben geworden sind. Und hier hat mir das immer das Problem, hier entwickelt sich nichts, es entwickelt sich kein Grün an den Scheiben. Ein kleines bisschen, klar, aber das ist minimalistisch, was sich da entwickelt. Und von daher, für die Garnelen, gut, in Haltung ist es jetzt nicht so dramatisch, weil wenn wir füttern und so ist das nicht das Problem. Aber in der Zucht ist es für die Tiere tatsächlich besser, keine Schnecken drin zu haben.
Denn ansonsten ist der Aufwuchs einfach dahin gegessen von den Schnecken. Ist so. Ja, das sind so kleine Faktoren, die man so im Laufe der Zeit lernt. Ne? Und von daher gebe ich alles mit, was ich hier sehe, erlebe, lerne. Und dann nehmen wir das gemeinsam mit. So, meine Lieben, genug gequatscht. Aber das, das ist so cool anzusehen jetzt hier mit dem Moos. Wie die da alle drin hängen. Das ist so genial. Und das freut einen dann so als Zuschauer auch. Ne? Oder als Halter, als Züchter, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Dass man sieht, dass die Tiere das mögen. Das ist so fantastisch. Also atemberaubend, könnte man schon sagen, das zu beobachten. So, okay, jetzt haben wir es tatsächlich 20 vor 1. Weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Bereich der Aquaristik. Und ich biete jetzt also momentan verschiedenen Content, immer im Abwechslungsreich, in dem Sinne. Ja, ich bin müde, weiß Bescheid. Ist so, ne? Aber das ist schon klasse, wie man von einem zum anderen was mitnehmen kann. Ich jetzt sowieso, ne? Und du dann dementsprechend vielleicht auch. Oder einfach mal tiefgründiger wie es selber, ne? Einfach mal. Jetzt ist mir doch glatt mein Mikro-Siemens-Messgerät ins Wasser gefallen. Lol, wie kommt das denn? Wieso habe ich das denn jetzt? Hä? Okay. IA, was ist denn IA? Ist denn kaputt?